Hallo und willkommen zurück zu Alex. Wir nehmen wieder auf. Wir sind immer noch mit Ray unterwegs. Wir haben einen Teil seiner Quest erledigt, noch nicht alles. Und beim letzten Mal, naja, haben wir unser neues Schwert bekommen. Ich hoffe, das tut's fürs Erste. Sammeln hier noch Kräuter. Wie sieht der Plan aus? Das ist eine gute Frage. Verdammte Technik. Ja, ja, mecker nicht rum. Ihr mit eurem Technik... Gehasse, das ist ja schlimm. Wir haben ein bisschen was in Stärke. Wir haben sogar noch ein paar Punkte übrig, weil ich ja eigentlich erst nur das Schwert haben wollte. Was machen wir denn damit? Ein Ausdauer direkt durchstecken ist nicht, ne? Was können dann noch... Können wir vielleicht irgendwas lernen, was da... Barriere, technische Waffen bauen... Klerikerwaffen herzustellen. Okay, da fehlt Geschick, aber... Und Kleriker. Also... Fällt erstmal flach, bis wir uns für eine Fraktion entschieden haben. Ach, das ist direkt Kleriker-Krams. Moment. Nahkampf. Dann möchte ich erstmal hier nochmal gucken. Gut, da würde uns Gerissenheit fehlen. Dann könnte man nochmal 10 Attributspunkte oben drauf knallen. Brauchen wir jetzt erstmal nicht, die kriegen pro Level. Das habe ich schon einmal gehört. Echt, das hat er schon mal gehört, sehr schön. Er hätte das nicht tun dürfen. Aber... Das lassen wir mal noch. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Erfahrener Jäger? Ist eine Variante. Früher war alles besser. Strebt ein Bär an. Sollten wir uns holen. Ach, wir haben noch 3 Punkte, oder? Nee, wir haben... Also nicht keine 3. Okay, das haben wir. Nee, wir haben einen Lernpunkt. Okay. Wenn du das sagst. Bücherwurm. Praktika. Ich höre gar nicht mehr zu. Vielleicht sollten wir Praktiker erstmal holen für Quests. Denn ich möchte tatsächlich noch questen. Falschen, okay, ist auch eine Variante. Geht aber nicht. Kampf. Zu viel Köche verderben den Brei. Erhöhter Kampfwert, fehlt aber Stärke. Hm, früher war alles. Ich weiß, ich gucke des Öfteren mal in Aufnahmen. Damit das geht hier dir durch. Mir seit Tagen auf den Sack. Was, es geht dir seit Tagen auf den Sack? Ja. Das riecht nach Ärger. Kampfkraft der Gruppe. Ist das überhaupt möglich? Lukat jetzt nicht. So sicher ist das nicht. Das haben wir, Attribut, emotional. Nicht schon wieder. Einer muss den Sauhaufen hier führen. Das ist richtig. Ich hoffe, ich bin das nicht, der den Sauhaufen führen soll. Ich würde sagen, wir holen uns dann mal noch... Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Ach, doch mal ruhig, gehen wir nicht auf den Kranz da hinten im Hintergrund. Ich würde sagen, wir holen uns mal Praktika. Da müssen wir zu einem Persönlichkeitslehrer. Hm. Oh, verdammte Technik. Ruhe, sonst hau ich da einen drauf. Wer war denn hier Persönlichkeitslehrer? Genau, die sind da. Da stehen wir, glaube ich, gleich um die Ecke. Das ist überhaupt möglich. Uns hatte ja beim letzten Mal... Einen Splitter ehrlich verdient. Echt? Na klar, haben wir die Spitze ehrlich. Wie soll jetzt weitergehen? Der Oran so einen kleinen Tipp gegeben. Wir haben die Quest ohne Prügelei abgeschlossen, was natürlich auch nicht schlecht ist. Aber und wenn wir jetzt noch ein bisschen Quests machen, dann sollten wir tatsächlich da investieren, dass wir mehr Erfahrung dort kassieren. Oh, da ist wieder. Hallo. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Natürlich. Ganz zufrieden bin ich mit der Dame immer noch nicht, aus mehreren Gründen. Weil wir haben uns ja schon ein bisschen unterhalten und nee, so lieb ist sie nicht, so wie sie vielleicht aussieht. Von daher, aber jeder kocht hier nicht so heiß, wie er ist. Von daher, ja, in dem Fall auch nur mit Wasser. Lebensweisheiten hier, meine Fresse, es geht los auf dem Abend. Genau, mehr Erfahrung für Missionen. Das hätte ich gerne, ne? Teuer. Oh, also 500, ich würde sagen 5000. Sehr gut. Keine Lernpunkte mehr. Dafür gibt es mehr Erfahrung für abgeschlossene Quests. So. Jetzt haben wir erstmal Angrim in die Pfanne. Ich glaube, der war das. Müssen wir mal zu Cormac oder wie er hieß. Ich wollte nicht in die Kneipe. So schlimm ist es dann auch wieder nicht. Hier lang. Woche nicht gespielt und ich vergesse die Wege, wo ich lang muss.
Ich möchte gerne noch ein bisschen leveln. Wirklich ein bisschen Quests machen. Hier macht es ab diesem Punkt vielleicht mehr Sinn, sag ich mal. Viecher umhauen, gut und schön, aber so wirklich Erfahrungspunkte bringen die einem nicht ein. Und es ist aktuell auch noch zu anstrengend. Auch wenn wir ein neues Schwert haben, denke ich mal, so den Riesenunterschied wird es nicht machen. Aufgrund, dass es ein Schwert ist, keine träge Axt, sollte es mit der Ausdauer auch ein bisschen besser gehen. Hoffe ich jedenfalls. Ich glaube, es war Cormac, der hier Feuer, der richtige Ansprechpartner war. Auch der Magie-Heini hier, ne? Bob. Wir quatschen mal alle mit C an. Ne, Kaldrim ist das. Mal gucken, was der so zu sagen hat. Nö. Boah, wo war der denn? Ich kann einfach mal die Karte machen. Komm. Naja, passt. Knapp daneben ist auch vorbei. Ich habe übrigens gemerkt bei den Aufnahmen bei Elex, dass ich immer so dachte, scheiße, brummt der Rechner? Weil ich immer so ein zwischendurch immer mal so ein Rauschen hatte. Das sind Hintergrundgeräusche. Also falls euch das aufgefallen sein sollte, es ist nicht der Computer, der unheimlich laut ist. Es ist einfach irgendwelche Hintergrundgeräusche in Elex und irgendwelchen Tech-Gespiele. Gut, grundsätzlich. Ich beobachte dich. Ja, kannst du machen, wenn du möchtest. Oder? Ja, doch. Hä? Ist doch richtig, oder? Was ist das? Das ist eine Art Handy. Hotelruine, gut. Bin ich jetzt doof? Ja, bin ich. Also, ich krieg heute gar nichts auf der Reihe. Ich bin die ganze Woche irgendwie schon so total durch. Ich meine, ich wollte sicherlich ein Beispiel haben. Da hätte ich vielleicht sogar zwei. Dann doch oben. Ich bin eigentlich Teetrinker. So primär schwarzen Tee. Und wir haben so eine Kapselmaschine. So eine deutsche Gusto. Die haben wir schon eine ganze Weile. Schon seit 2011. Und dachte, naja, trinkst du mal einen Kaffee. Das kommt durchaus vorher die Tage. Ein bisschen mehr als sonst. So ein Flat White mit mehr Milch als Kaffee. Das ist so ganz okay, weil sonst schmeckt mir das Zeug nicht. Ich wollte mir so einen machen und anstatt die Kapsel in die Maschine zu tun, naja, habe ich sie in die leere Tasse geschmissen. Ach, falsches Haus? Ne. Das ist der richtige. Mal gucken, ich speichere lieber mal. Genau. Der Ärger mit dem Eisenclan ist vorbei. Sehr gut, was hast du getan? Ich habe dafür gesorgt, dass Uran den Hammerclan wieder bewirtet. Ist das so? Dann hoffe ich, dass es in Zukunft ruhiger zugeht. Na klar. Gut. Sollte es noch einmal Stress geben, kümmere ich mich persönlich darum. Ach, auf einmal! Wollen wir Angrim jetzt verraten? Ja, der war so ein bisschen arschmäßig drauf. Das ist dieser, du musst auf das Gesetz, Ich meine, Gesetze gut und schön, die sind wichtig, die haben ihren Grund, aber der verbannt Leute ohne Grund und, ne. Das Ganze war Angrims Schuld. Was sagst du da? Woher weißt du das? Uran hat es erzählt. Unfassbar. Wenn wir Warlords uns jetzt schon untereinander nicht grün sind, ich werde wohl mal mit Ragnar darüber reden müssen. So kann das nicht weitergehen. Danke dir, dass du dich um alles gekümmert hast. Hier hast du eine kleine Entschädigung. Ich übernehme ab hier. Na klar. Oh, geht der jetzt tatsächlich gleich hin und haut einmal drauf? Dann gehen wir doch mal hinterher und hören uns das an. Das täte mich jetzt interessieren. So, zum Thema, was habe ich noch verpeilt? In ähnlicher Natur. Ich habe Frühstückseier machen wollen. Und, naja, eine Schüssel für die Eier zum Abkühlen bereitgestellt und wollte mir noch einen Tee machen. Den Zucker habe ich allerdings in die Schüssel geknallt für den Tee, anstatt in die Teetasse. Also, passiert, ne? Na, gucken wir nochmal. Wir müssen reden. Meine Zeit ist knapp. Worum geht es? Einer meiner Männer sollte sich um eine Streitigkeit zwischen dem Eisen und dem Hammerclan kümmern. Und?
Er hat herausgefunden, dass der Eisenclan seine Männer gegen meinen Clan aufhetzt. Das ist eine schwere Anschuldigung. Was genau ist vorgefallen? Der Wirt Oran wurde angewiesen, niemanden vom Hammerclan mehr zu bewirten. Wenn wir als Berserker überleben wollen, dann müssen wir alle zusammenhalten. Ein solches Verhalten kann ich nicht dulden. Ich werde Angrim einige seiner Zusprüche kürzen. Auch wenn wir als Warlords gleichgestellt sind, so kann er nicht tun und lassen, was er will. Und du solltest aufpassen, dass Angrim niemals rauskriegt, wer dein Mann war, der das rausgefunden hat. Ich werde vorsichtig sein. War's das? Ja. Ah. Das ist ja geil. Also, ich weiß, dass bei Runabytes wirklich so viele Details und so. Details und so sind. Und es gibt ja mehrere Spiele. Ich glaube, die Elder Scrolls-Reihe ist eins der Dinge, wenn die tatsächlich was machen in der Form. Ich glaube, abgesehen von den Elder Scrolls. Wow, was ist denn heute los? Elder Scrolls-Teilen oder halt auch von der. Ja, Gothic-Reihe mag ich jetzt nicht sprechen, weil das ist ja. Fällt ja nicht ins selbe Universum. Von den Piranha Bytes Games ist es ja so. Piranha Bytes. Oh, ich kann nicht mehr reden, sorry. Jedenfalls, dass solche Sachen, dass die das schon mit den Gothic-Teilen früher gemacht haben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das so ausgefallen ist, dass sie wirklich hingegangen sind und sagen: Du, hier, hör mal zu. Ne? Aber die sind halt bei Gothic 1 schon, ja, ich muss nach da hin, danke für deine Hilfe. Kommst du mit? Nö, kriegst du schon alleine hin. Dann sind die alleine durch die Pampa gelatscht, die waren halt stark genug oder halt 50-50 und wenn die jetzt nicht so wichtig waren und sind dann entweder auf halbem Weg verreckt oder ich glaube bei Witcher ist es auch ähnlich, dass die dann halt tatsächlich das machen, was sie sagen. Ne? Finde ich ein sehr schönes Detail. Was sagst du denn dazu, Ragnar? Achso, gucken wir mal, wie weit er uns jetzt mag oder nicht. Was meine Unterstützung angeht. Achso, genau. Wie mache ich mich? Wie mache ich mich? Angrims Test hast du bestanden. Das war gut. Wie ich hörte, hast du einen verbotenen Handel mit einem Outlaw aufgedeckt. Respekt. Bei den Werkern am Schlund hast du wohl jemandem keinen Gefallen getan. Zumindest höre ich nicht nur Gutes von dort. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Man erzählt sich, du hättest einem Kleriker zur Flucht verholfen? Lüge! Das ist nicht hinnehmbar. Allerdings war meine Frau daran wohl auch nicht ganz unbeteiligt. Du hast mir bei der Sache mit Irdor geholfen. Das muss ich dir lassen. Einige meiner Männer behaupten, du hättest das Schwert von Erik Eisenfaust gestohlen. Nein. Sie können es zwar nicht beweisen, aber Fremden gegenüber sind sie stets misstrauisch. Eine große Hilfe scheinst du bei der Geschichte mit dem verschwundenen Elex ja nicht gerade gewesen zu sein. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Okay. Das Schwert gestohlen? Das kann gar nicht sein. Ich war zur Tatzeit, mich hat niemand gesehen, wollte ich sagen. Ja. Finde ich ein bisschen, hatte ich ja schon mal gesagt, ein bisschen fragwürdig. Das ist das, was ich an Gothic 3 schon bemängelt habe. Ich weiß nicht, wie weitreichend das hier ist. Man hat ein, naja, ein Justizsystem, was ich gut finde, dass, wenn man Scheiße baut, auch dementsprechend bestraft wird. Wenn man erwischt wird, heißt das. Bei Gothic 3 war es ja so schlimm, wenn man Let's Play kennt, dass man ab einem bestimmten Punkt tatsächlich auch zu Konsolen-Commands greifen muss, weil man sonst einfach in die Stadt reinkommt, du bist es und kriegst auf die Fresse, obwohl dich kein Schwein gesehen hat, dass du dir was eingesteckt hast. Klar, neuen, fremden Leuten ist man misstrauisch gegenüber, aber wenn ich bedenke, nicht nur in Elex, in Gothic, wie viele Strauchdiebe, Gauner und Halunken dort rumrennen, die tatsächlich sich die Taschen mit allem möglichen Zeug füllen, also von der Lore her, von der Geschichte, und was auch tatsächlich nebenbei mal zu sehen und zu hören ist von den Leuten, wo, oh, da Diebesgilde, und. Aber es war immer der Neue. Ne? Total bescheuert. Also, wenn sie es ins Lore-System umsetzen, sollen sie es richtig machen. Ich sag, ich kann jetzt meckern auf hohem Niveau, ich habe selber kein Spiel programmiert, ich weiß, ich habe da schon mal reingeguckt, in einem 2D- und 3D-Rahmen, ich habe das mal probiert, und das ist bei weitem nicht gerade leicht. Ob nur Einzelpersonen oder als großes oder kleines Team. Hut ab vor dem, was die leisten, optisch wie Storytelling-technisch.
Da will ich überhaupt nicht meckern. Ich liebe die Piranha Bytes Games, ich liebe Elder Scrolls, Witcher und. Ich bin froh, dass wir so eine Spiele haben. Aber das ist wirklich eine Sache, die ich ankreide. Schon seit, halt gesagt, Gothic 3 mitunter. Wo du in so einem System, die Elder Scrolls Titel machen es da richtig. Wenn du was klaust und dich sieht keiner, Elder Scrolls Online, Skyrim etc. Bei Morrowind war das auch noch eine andere Geschichte, da war es auch ein bisschen, Wenn du in Oblivion was klaust oder in Skyrim, dann ist eine rote Hand dran. Diebesgut, wenn du es dann verhökerst, dann kannst du das nur an bestimmte Personen verhökern, die halt auch Diebesgut entgegennehmen. Ansonsten bleibst du auf dem Scheiß sitzen oder kannst es benutzen. Wenn dich eine Wache mit dem Zeug erwischt, gibt's auf den Finger. Ist absolut in Ordnung. Wenn... Das weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin wollte. Weil ich vor lauter Quatsch... Achso, ich wollte mal gucken... Cool, angehen wir da hinten, ne? Ob der irgendwas rausgekriegt hat. Vielleicht will er uns auf die Mütze geben. wenn du... Morrowind war es halt so, wenn du was geklaut hast, du wusstest halt, hast nicht gesehen, was du geklaut hast, was diebisgut war und was nicht. Das kann beim Let's Play dann auch noch lustig werden, je nachdem, wie wir uns verhalten. Dann war das so, dass du tatsächlich, wenn du es nicht mehr wusstest und du hast es verkauft und du hast es versucht, an dem Typen zu verkaufen, den du aus der Tasche gezogen hast oder aus dem Laden geklaut hast, und der hat das dann fettbekommen, weil das war meins. Das war vom Spiel aus, für die Charaktere war das irgendwie gemarkt, die wussten, das ist ihr Zeug. Dann gab's auch die Fresse. Dann sind die auf dich losgegangen oder haben die Wachen gerufen. Also von daher, wie gesagt, ausbaufähig, das ist ja mittlerweile der Fall, aber wenn ich hier was klaue, mich sieht niemand, dann weiß das trotzdem die halbe Welt. Warum auch immer. Recht und Ordnung müssen gewahrt bleiben. Schade. Naja. Gut. Ist vielleicht besser so. Waffe aufwerten war ja, naja, eine doofe Idee. Riech ich von irgendwo eine neue Rüstung? Zeig mir deine Ware. Verstanden. Oder ein paar Pfeile wären vielleicht nicht verkehrt, ne? Breitschwert plus 1. Ja, das Problem hatten wir beim letzten Mal. Konstitution ist ja eigentlich Ausdauer. Könnten wir auch was reintun, ne? Metallschwinge 2. Gehen wir auf Rüst. Okay. Na gut, es ist ein Waffenhändler. Pfeile. Wir haben 0, er hat 80. Was kosten denn 80 Stück? 500, ne? Ja, das machen wir. Wir brauchen Pfeile. So, die haben wir. Aufwerten war tatsächlich nur... Obwohl, ich könnte mal gucken, ob ich noch so einen Edelstein reingeprügelt bekomme. Ein paar haben wir noch. Lecker. Aber das sind auch so Details, die mag ich. So hier Kakerlaken und so. Die Spiele sind schon echt geil. Wir leben in einer wunderbaren Zeit, was sowas angeht. Ich meine, ich bin mit 68-Bit-Spielen groß geworden. Und wenn man bedenkt, wenn ich mich so umgucke, und dabei ist Alex nicht mal komplett hochgeschraubt, weil mein Rechner kann das Spiel zwar auf sehr schönen optischen Ebene darstellen, aber um das auf komplett Ultra-High-End hoch 10 zu stellen, um es mal so auszudrücken, bräuchte ich noch ein bisschen neuere Hardware, die das tatsächlich möglich macht. Ich meine, ich könnte es hochdrehen, würde dann wahrscheinlich aber eher als Dia-Show ablaufen, größtenteils. Von daher, lassen wir das. Ich hätte hier gerne noch ein, zwei Dinge, aber... Ist das? Ist das Wasser? Nein. Sag mal... was du herstellen kannst, genau. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Das aktuell nicht, aber ja. Hornschwert. Das hat nochmal 40 Punkte mehr. Aua. Da wäre ich auch nicht abgeneigt. Rüstung. Ach, Werkerhelm. Ein Punkt Stärke bräuchten wir dafür weniger, als die wir haben. 2 Punkte auf Rüstung. Paradestärke bleibt gleich. Ausdauer brauchen wir mehr dafür. Wir sollten was in Konstitution stecken. Jägerhose.
bietet ein mehr Rüstung. Oh. Mal gucken. Jedes bisschen hilft. Werkerhose ist gleich. Ich glaube, die haben wir an.